Mein Name ist Julia Neigel, ich bin geboren in der UdSSR in Sibirien und kam als Fünfjährige nach Deutschland. Ich bin Musikerin, sprich ich bin Sängerin, Textdichterin, Komponistin und ich arbeite unter anderem auch als Autorin, habe schon ein Buch veröffentlicht und bin auch Musikproduzentin und sehr aktiv im politischen Bereich für Urheberrechte für meine Kollegen und mich. Es gibt das Telemediengesetz, das nennt sich kurz TMG. Früher war es das Kommunikationsmedien, also es wurde umgenannt. Das Telemediengesetz ist, wie gesagt, das Gesetz, das für Handys, fürs Internet, für Computer zuständig ist. Das wurde in den 90ern erfunden und sollte sozusagen den digitalen geplanten Markt regeln. Und das wurde global und international festgelegt, dass dieses Gesetz mal kommen sollte, sodass alle Staaten sozusagen für diese neue digitale Technik eine Grundlage schaffen können. In diesem Netz, also in diesem Telemediengesetz, wenn man da reinschaut, dann stellt man fest, dass dort der Begriff für alle Inhalte, die man im Internet finden kann, dass der Begriff dafür Information ist. Dort steht nur der Begriff Information. So war das anfänglich gedacht. Das heißt, das Gesetz war im Grunde ein Lobbygesetz für alle Firmen, die sich dort tummeln werden. Von Google bis Facebook bis YouTube, alle, die irgendwann mal Inhalte zur Verfügung stellen würden können. Und alles, was mit den Inhalten zu tun hatte, hat damals die Bundesregierung Informationen genannt. Jetzt hatte die da plötzlich völlig vergessen, dass unter anderem Inhalte auch kreatives, geistiges Eigentum sein können, die zum Beispiel vom deutschen Urhebergesetz berührt sind. Und sie haben natürlich auch vergessen, dass möglicherweise auch Persönlichkeitsrechte tangiert werden können. Also Urheberpersönlichkeitsrechte, aber auch allgemeine Persönlichkeitsrechte, zum Beispiel durch Beleidigung, politisch motivierte Hassrede und so weiter und so fort. Das Telemediengesetz ist nie geändert worden. Es blieb immer so, wie es da stand. Es hieß, dass diejenigen, die die Plattformen zur Verfügung stellen, sozusagen keinerlei Haftung tragen würden für das, was in den Plattformen zur Verfügung gestellt wird, eben durch die Verbraucher, an denen diese verdienen. Und mit den Inhalten verdiente aber diese Plattform Geld. Und das nannten die dann, wie gesagt, Information. Und unsere Musik war auf diesen Plattformen zu hören. Und wenn wir mit der Politik gesprochen haben, dann hieß es immer, ja, aber in dem Gesetz haben praktisch diese Firmen überhaupt gar keine Haftung. Im Grunde haben die Haftung diejenigen, die diese Inhalte hochladen. Inhalte. Aber dass das natürlich unsere Musik ist, da wurde immer ein bisschen rumgeeiert. Letztendlich war es so hin und her und hin und her. Es wurde nicht geändert. Dieses Telemediengesetz ist wie ein trojanisches Pferd, hat sich in unsere Urheberrechtsschutzkette hineingelegt und hat sie gebrochen. Urheberrecht ist normalerweise etwas, was jedem zusteht, der geistiges Eigentum erschafft. Da gibt es ein Gesetz, das ist fantastisch. Das ist wirklich ein gutes Gesetz. Aber das Telemediengesetz hat es letztendlich im Internet einfach gebrochen und ist das trojanische Pferd. Und wir sind dann sozusagen immer genötigt gewesen, jeden Verbraucher anzuhalten, das Video X oder die Musik X oder das Buch Y wieder bitte aus dem Netz zu nehmen. Und das macht wirklich kein Künstler gerne, dass er also anfängt, gegen jeden einzelnen anonymen Nutzer, der möglicherweise auch noch ein Fan ist, dann seine Rechte in Anspruch nehmen zu müssen. Das ist wirklich auch unzumutbar, weil das globale Netz ist so groß und kein Mensch weiß, wo die wohnen. Man bekam nicht die Adresse raus. Es war einfach ganz klar, damit begann ein Plünderungssystem. Die Regierung hat geistiges Eigentum den digitalen, internationalen Multikonzernen zur Verfügung gestellt, hat das ganz neutral Informationen genannt und wie wir damit klarkommen sollten, war dann unser Problem, weil die waren nicht haftbar. Das ist aber so nicht. Natürlich sind diese haftbar und letztendlich ist auch die Regierung dafür haftbar, weil die Regierung hat unser Eigentum zum kostenfreien Nutzen als Plünderungsmaterial für Inhalte zur Verfügung gestellt und möchte das nicht ändern oder wollte das nicht ändern. Und dieser Kampf, der in den 90ern anfing, hat einfach diese ganze Musikbranche von 100% runter reduziert, ich glaube auf 35%. Von dem, was jetzt noch an Umsatz übrig ist. Der Buchhandel hat es nicht ganz so schwer getroffen, weil die haben eine Buchpreisbindung. Dadurch hatten sie einfach nicht so einen großen Verlust.
Und man kann Bücher auch nicht ganz so schnell kopieren, wie man das bei Musik hinbekommen hat. Der Film, das hat man ja mitbekommen, King.com oder wie dieser Typ hieß, den man dann in Neuseeland gejagt hat, das war ganz fürchterlich, das war verheerend für die gesamte Kreativbranche. Und die Medien, die Journalisten, die Verlage, die litten ebenfalls. Da wurden die Redaktionen zusammengekürzt, da gab es weniger Geld, da musste man schneller handeln, weil letztendlich im Internet Informationen immer verbreitet wurden. Informationen in dem Fall wirklich im besten Sinne. Nämlich das, was eigentlich die Arbeit von Journalisten ist. Und man plötzlich in Konkurrenz treten musste mit kostenlosen Inhalten, die aber auch Informationen und Nachrichten waren. Das hat also sozusagen das, was eigentlich dieses Land auch wirklich sehr erfolgreich gemacht hat, nämlich geistiges Eigentum. Wir sind ein Land ohne viele Rohstoffe. Wir haben kein Öl, wir haben keine Diamanten, wir haben das alles nicht. Aber was wir einfach beherrschen, ist geistiges Eigentum, Urheberrecht, Technologien, also Erfindungen. Damit ist dieses Land reich geworden. Die haben sozusagen einfach diese wirklich sehr wichtigen Elemente, die Ideen, einfach globalen Konzernen in den Rachen geworfen. Und das haben sie getan mit voller Absicht. Der erste Brief, der erste Protestbrief kam 2004. Das war einer der bekanntesten deutschen Künstler. Der hat sich dann direkt an Frau Merkel gewandt und hat gesagt, das geht so nicht. Und Frau Merkel hat es ignoriert. Der nächste Protestbrief kam dann, glaube ich, 2006. Und wir haben uns dann immer mehr gesteigert. Irgendwann haben wir dann in 2012, das habe dann ich organisiert mit zwei anderen Kollegen zusammen, einen sehr, sehr großen Protestbrief geschrieben an alle Abgeordneten des Bundestages. Da waren sie alle dabei, da haben wir alle unterschrieben, wirklich alle. Also jeder, der auch nur Rang und Namen hat, steht da namentlich dabei. Und haben uns an die Abgeordneten gewandt und haben gesagt, wenn ihr jetzt nichts unternehmt, dann gehen wir an die Presse, weil es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Wir können überhaupt nicht mehr, wir wissen gar nicht mehr, wo das alles hinfließt. Das Geld ist weg, die Sachen werden geklaut oder hochgeladen, es wird alles ungefragt gemacht. Das Urheberrecht ist gar nicht mehr umsetzbar und das Gesetz ist auch nicht mehr umsetzbar. Und wir sehen uns hier ausgeplündert und wir sehen uns hier enteignet und wir erwarten, dass ihr es ändert. Letztendlich haben wir dann nach vielen, vielen Jahren es dann geschafft, irgendwann mal im Europäischen Parlament, in dem wir uns international organisiert haben, europaweit, mit vielen Gesprächen in Brüssel, da war ich dann auch öfter mal als deutsche Vertreterin, mit französischen Kollegen und englischen Kollegen und spanischen Kollegen, mit den Parlamentariern darüber zu sprechen und ihnen zu sagen, also wenn ihr irgendwann mal eine Nation haben wollt oder eine europäische Nation oder auch europäische Staaten, in denen geistiges Eigentum nichts mehr wert ist und kein Mensch mehr Kultur machen möchte und auch keine Erfindung mehr machen möchte, weil es sich finanziell überhaupt nicht mehr lohnt, dann könnt ihr genauso weitermachen. Dann werdet ihr unter den ersten 10 Milliardären nur digitale Plattformen aus der USA haben und dieses Land, das vorher wirklich so wohlständig war, weil es eben halt wirklich großartige Verdienste im Sinne der Erfindungen gemacht hat und der Aufklärung auch, der Philosophie und der Ethik und der Wissenschaft, das wird hier eine völlige Wüste sein, wenn ihr so weitermachen wollt. Und dann haben sie sich tatsächlich entschlossen, nach hartem Ringen entgegen der ganzen Lobby-Einflüsse im Jahre 2018 das EU-Urheberrecht einzusetzen. Das ist bekannt, es gab eine Riesendiskussion darüber. Viele Nutzer, die vorher es gewohnt waren, wirklich alles kostenlos zu bekommen, haben sich fürchterlich aufgeregt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, kein Mensch würde auf die Idee kommen, in einen Autoladen reinzugehen, zu sagen, darf ich mal einen Schlüssel haben, danke, ich fahre da mal weg und nehme das Auto mit. Oder in eine Bäckerei und einfach ins Regal zu gehen und drei Brote mitzunehmen, ohne zu bezahlen. Niemand käme auf die Idee, so etwas zu tun. Wie kommt man dann also auf die Idee, es für selbstverständlich zu halten, es mit Musik zu tun oder mit Film oder mit irgendetwas sonst? Denn das kostet genauso Geld, es muss hergestellt werden. Es ist Arbeit, es ist kein Spaß, natürlich auch, aber es ist Arbeit. Und letztendlich gab es dann zwei Jahre, in denen die Bundesregierung diese Forderung des EU-Parlaments nicht umgesetzt hat. Und jetzt stehen wir wieder vor der Problematik, dass die Bundesregierung beabsichtigt, eine Plünderung vorzunehmen, indem sie zulassen möchte, dass gewisse Längen von Musikstücken kostenlos gebraucht, verwendet, genutzt und auch hochgeladen werden oder in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden dürfen, ohne die Urheber und diejenigen, die es hergestellt haben, zu fragen. Und das ist auch völkerrechtswidrig. Also es verstößt natürlich gegen die Grundrechtecharta der EU, das verstößt gegen Artikel 17,
Das ist das Eigentum, auch das geistige Eigentum. Es verstößt gegen Artikel 5 Grundgesetz, es verstößt gegen Artikel 12 Grundgesetz, also gegen unsere Berufsfreiheit, es verstößt gegen das Eigentumsrecht, Artikel 14 Grundgesetz, gegen die Unternehmerfreiheit nach der Grundrechtecharta der EU, die Berufsfreiheit und gegen die Vielfalt der Kunst und gegen die Freiheit der Kunst. Es gibt so viele Dinge, die offensichtlich im Bundestag oder in dieser Regierung nicht berücksichtigt werden, insbesondere zum Beispiel der Sozialpakt 1. Das ist Artikel 15, 1, C, 2 und 3. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Menschenrechtskatalog, der eingehalten werden muss und der auch vom Bundesverfassungsgericht in einem anderen Urteil, da ging es um Flüchtlingspolitik, nochmal deutlich gemacht wurde, dass die Bundesregierung sich an die Leitsätze des Sozialpakt 1 zu halten hat. Artikel 15, 1, C, 2 und 3 ICSCR, also vom Sozialpakt 1, besagt, der Staat hat dafür zu sorgen, dass die materiellen und immateriellen Rechte der Künstler, der Wissenschaft, dass diese nicht nur gewahrt werden, sondern auch gefördert werden müssen. Und ich kann wirklich tatsächlich nur sagen, dass seit der Existenz des Telemediengesetzes, die 98 entstanden ist, das Gegenteil geschehen ist. Das heißt, der Staat oder diese Regierung verletzt unsere Rechte aus dem Sozialpakt 1. Und das sind Menschenrechte. Das sind effektiv Menschenrechte. Und darüber müssen wir jetzt neu reden. Also wir sind jedes Mal immer und immer wieder am Start, sitzen dann irgendwie im Bundestag. Ich war letztes Jahr im Kulturausschuss als Sachverständiger und habe da wieder gesprochen und habe dann zwischendrin nochmal mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen und dann nochmal mit dem Sozialministerium. Oder ich habe als Sachverständige im Landtag in Sachsen ausgesagt. Und immer wieder Telefonate mit den Abgeordneten. Und wir müssen sie immer wieder an unsere Grund- und Menschenrechte erinnern. Und wir hören immer wieder, dass es ein Interessensausgleich wäre und man müsse irgendwie Kompromisse machen. Und was sie damit eigentlich meinen ist, man müsse irgendwie gucken, dass man die Firmen in Silicon Valley nicht verärgert. Und ich sage es eigentlich jedes Mal, zu wem auch immer, wenn ich da am Telefon habe, ob es ein Volksvertreter ist oder ein Referent von irgendeinem Referat, dass es Volksvertreter von uns sind und nicht von amerikanischen Bürgern, die in Silicon Valley ihre Steuern zahlen. Und es ist bedauerlich, dass ich es überhaupt erwähnen muss. Aber ich bin da mittlerweile einfach so direkt, ich habe da einfach keine Geduld mehr und ich habe auch kein Interesse daran, freundlich auf Dreistigkeiten zu antworten. Also da bekommen die dann schon auch die richtige Antwort. Der Patient liegt im Koma. Und er wird unterversorgt, er wird unterernährt und er ist dehydriert. Das ist mit dem Patientenkult und Kunst und Kultur gerade los. Und man muss dazu sagen, dass der Arzt nicht vorbeikommt, dass die Krankenschwester nicht den Puls fühlt und dass die Verwandten und die Angehörigen nicht zu ihm dürfen. Das ist das, was mit diesem Patienten gerade geschieht. Ja, also ich hab die Petition ja nicht öffentlich eingebracht, sondern ich habe sie erstmal dahin geschickt. Vielleicht machen sie auch öffentlich, werde ich sehen. Es ärgert mich, wenn uns Politiker behandeln wie Kinder oder wie Unmündige oder wie wenn wir uns in einem Großluftinternat befänden und sozusagen die Oberaufseher dann einfach uns kurz mal wieder an die Kandare nehmen müssen. Also so Begrifflichkeiten und Rhetoriken wie, da muss man die Zügel anziehen oder schauen wir mal, ob wir ihnen das Reisen verbieten oder gucken wir mal, ob ihr eure Privilegien bekommt. Das sind Begriffe, da geht mir die Hutschnur hoch, weil ich sehr stark auf Worte achte. Es ist mein Beruf. Wir sind alle, also alle Künstler, die sich mit Rhetorik auskennen, auch mit der Psychologie der Rhetorik, wissen, was Wordings sind, Framings sind, Nudgings sind, wie die Psychologie der Worte greift und wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Worte nicht zufällig fallen. Das ist eine geistige Einstellung, die sich mittlerweile bei diesen Menschen etabliert hat. Ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt einige, die herausragen und die sich deutlich in einer Form der Arroganz äußern, in der sie ganz deutlich mitteilen, dass sie mächtig sind und die Bürger sind Untertanen. Eine andere Erkenntnis kann man daraus gar nicht ziehen, wenn jemand sagt, da müssen wir die Zügel anziehen, zum Beispiel. Oder wenn jemand sagt, und wenn der jetzt nicht willig ist, dann nehme ich Gewalt, in Anführungsstrichen, sinngemäß.
Und diese Rhetorik mag ich nicht. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es eine wirklich funktionierende, intakte, freiheitlich-demokratische Grundordnung gegeben hat. Und ich erwarte, dass die auch wieder hergestellt wird. Und ich persönlich lasse mich in diesem Zusammenhang auch von so einer Rhetorik nicht einschüchtern. Wenn aber jetzt zum Beispiel jemand wie der Ministerpräsident Söder sagt, öffentlich aufruft, alle Künstler, alle Menschen aus dem Sportbereich, alle Personen des öffentlichen Lebens aufruft, zu sagen, dass man sich für die Impfung einsetzen soll und für einen, ja, einen Impfstoff, dessen Name dauernd überall fällt, also im Grunde eine Form der Schleichwerbung, das wünscht sich jeder Unternehmer. Das kann ich wirklich nur sagen. Kostenlose Schleichwerbung durch die Politik. Wow, und zwar weltweit. Wenn der also aufruft und sagt, jeder Künstler, jeder Sportler, jede Person des öffentlichen Lebens, es ist eine patriotische Pflicht, das waren die Worte seines Staatssekretärs oder Generalsekretärs, und es wäre eine Bürgerpflicht, es wäre selbstverständlich, dass wir uns alle impfen lassen. Und das trifft auf jemand wie mich, der seit einem Jahr Berufsverbot hat und der natürlich nichts anderes möchte, liebend gerne, als wieder auf die Bühne gehen. Dann sitzt man erstmal da und überlegt, Moment, was hat der gerade gesagt? Was will der von mir? Also auch von mir? Der will, dass ich dafür sorge, dass geimpft wird, damit ich wieder arbeiten darf. Das ist doch das, was er sagt. Eine andere Form ist es doch gar nicht. Letztendlich versucht er durch die Blume zu sagen, wenn ihr alle Personen der Öffentlichkeit jetzt das tut, was ich will, also was er will, und ihr alle sozusagen dem Publikum, den Menschen, den Fans, wem auch immer, euren Ansprechpartnern dieser Gesellschaft erklärt, dass ihr das jetzt machen müsst, nämlich euch impfen lässt mit diesem Stoff, und das ist eine Bürgerpflicht und das ist Patriotismus, also das Wort Patriotismus viel, Nationalstolz, dann dürft ihr arbeiten. Das ist nämlich der Gedankengang, der zu Ende geht. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber das ist das, was er meint. Und ich habe das gelesen und in mir kam der Zorn hoch und wenn ich wütend werde, dann muss ich erstmal mich einen Tag hinsetzen und überlegen, was ich mache. Und dann habe ich noch gesehen, was er über die Menschen schrieb oder sagte, die sich zum Beispiel gegen die Grundrechteeinschränkungen zur Wehr setzen. Ob die jetzt demonstrieren oder ob sie ihn kritisieren, die überhaupt Regierungskritik äußern. Das ist übrigens etwas völlig Selbstverständliches. Das ist nichts Abnormes. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Und wenn sie sich friedlich äußern, ist das denen ihr gutes Recht. Es gibt eine Meinungsfreiheit, die ist unter Artikel 5 Grundgesetz abgesichert, die ist da. Und wenn er also praktisch das alles in Verbindung bringt, also auf der einen Seite sagt er, und ihr könnt erst wieder arbeiten, wenn geimpft ist, und ihr öffentlichen Personen müsst jetzt mal den anderen verklickern, dass die sich impfen lassen, und ansonsten sind die, die uns kritisieren, sind alles Staatsfeinde. Das sind die drei Botschaften, die gefallen sind. Dann habe ich einen Konflikt. Denn ich bin eine waschechte Demokratin. Es gibt für mich keinen Grund, Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen. Das ist jedermanns persönliche Entscheidung. Das werde ich niemals unterstützen, selbst wenn ich mich impfen lassen würde, was gar nicht gesichert ist. Es geht einfach darum, dass ich so etwas niemals motivierend jemanden empfehlen würde. Weil ich kenne den Impfstoff nicht. Ich weiß nicht, ob der sicher ist. Soweit ich weiß, ist er noch nicht mal richtig durchgeprobt. Ich habe Verantwortung, wenn ich etwas empfehle. Das mache ich einfach nicht. Das ist das Erste. Zweitens ist es für mich keine patriotische Pflicht. Ich finde den Begriff Patriotismus in diesem Zusammenhang unangenehm und mehr als unangebracht. Insbesondere, weil man Patriotismus vorher, also das Gefühl von Nationalstolz oder Nationalgefühl, als Rechtsradikalismus bezeichnet hat. Das sind diese Framings, die werden dann gewechselt, wie man will. Und das regt mich dann schon wieder auf. Das ärgert mich, weil ich finde das perfide, muss ich ehrlich sagen. Und der dritte Aspekt ist, dass wir jetzt seit einem Jahr im Lockdown sitzen. Also die Künstler haben seit März Berufsverbot. Die meisten sind nicht entschädigt worden. Wir versuchen irgendwie unsere Kollegen zu retten. Viele von diesen Menschen sind verzweifelt. Einige haben sich umgebracht. Viel zu viele, und zwar eindeutig wegen dem Lockdown. Und er liefert so eine Botschaft und signalisiert damit, und wenn ihr ganz brav seid und ihr die 70% der Bevölkerung dazu bekommt, dass die sich jetzt alle hier impfen lassen mit einem mir völlig unbekannten und uneinschätzbaren Stoff, dann dürft ihr wieder arbeiten, dann werden wir euch erlösen und retten. Und so eine Rettung brauche ich nicht. Ich brauche nur meine Grundrechte. Ich habe meinen gesunden Menschenverstand. Wir sind mündige Bürger und ich möchte jeden Menschen auch als solchen behandeln. Und ich werde mein Publikum so nicht behandeln, wie er das möchte. Also habe ich Folgendes getan, ich habe eine Petition geschrieben. Ich habe mich an den Landtag gewandt und habe mich beschwert über die Rhetorik des Herrn Markus Söder.
und über die Tatsache, dass er auf eine gewisse Art und Weise indirekt öffentliche Personen, also Personen des öffentlichen Lebens, moralisch unter Druck setzt, sie fast nötigt, damit sie wieder arbeiten können, auf eine Form der medizinischen Werbung oder eine Form der Schleichwerbung mit zu unterstützen, ohne tatsächlich wissen zu können, ob sie das überhaupt verantworten können. Also es ist nicht mal geklärt, wer die Haftung für diesen Stoff übernimmt oder für die Schäden, die möglicherweise entstehen. Und wir sollen das machen, damit wir alle wieder arbeiten dürfen. Das ist eine Form der indirekten Nötigung, die ich entwürdigend finde. Und die ich nicht in Ordnung finde, weil diese Rechte stehen mir so oder so zu. Und ich werde die Menschen nicht anlügen, nur weil ich dann wieder arbeiten darf. Das finde ich erbärmlich. Das finde ich ganz erbärmlich. Und ich habe dem Landtag geschrieben, ich möchte bitte, dass die das klären, dass der Herr Söder aufhört, die Menschen zu behandeln, als ob sie alle seine Untertanen wären und auch die Personen des öffentlichen Lebens, dazu gehören halt wir Künstler auch, in dieser Form zu manipulieren, mit diesen Botschaften diese Menschen auch unter Druck zu setzen, weil ihm ist natürlich bewusst, dass es den Künstlern besonders schlecht geht und dass sie am allerwenigsten gerade entschädigt worden sind, dass die am längsten warten, dass sie seit letztem Jahr März im Lockdown sind, also nicht erst seit 2 Monaten, dass die praktisch seit einem Jahr nicht arbeiten dürfen und wirklich verzweifelt sind. Und ihm muss auch damit bewusst sein, dass diese Botschaft eine andere Wirkung auf diese Menschen hat, als wenn jeder einfach frei entscheiden könnte, was er gerade tut, weil er nämlich arbeiten darf. Und ich halte das für perfide. Und ich habe die Abgeordneten darum gebeten, zu überprüfen, ob man vielleicht über die Rhetorik des Ministerpräsidenten reden könnte, weil ich das, ich habe wirklich den Eindruck, dass das hier in Bereichen hantiert wird, die in Richtung Nötigung gehen und auch es ihm nicht zusteht. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass es Artikel 3 der Charta der Grundrechte der EU gibt. In der Charta der Grundrechte der EU unter Artikel 3 steht drin, dass der Staat für die mentale und die körperliche Gesundheit zu sorgen hat, für ein Gesundheitssystem. Und da steht unter anderem aber auch drin, wenn sich jemand behandeln lassen will oder einen Impfstoff bekommt oder was auch immer, muss er freiwillig einwilligen. Also das ist eine freie Entscheidung und er muss komplett vollständig aufgeklärt werden. Und dass er auf diese Art und Weise jedenfalls dieses Grundrecht nicht einhält. Vor ungefähr 2 Wochen hat der Europarat am 27. Januar eine Resolution veröffentlicht. In dieser Resolution steht drin, das, was ich ja auch gedacht habe, also dass natürlich auch aus den europäischen Menschenrechtskonventionen sowie aus dem Sozialpakt und aus den Grundrechten heraus niemand genötigt werden darf, eine Impfung zuzustimmen, auch nicht diskriminiert werden darf. Es darf keiner diskriminiert werden, der das nicht zulässt oder der das nicht machen möchte. Es darf keiner entlassen werden, der keine Impfung hat. Also das ist eine Freiwilligkeit, die haben da nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen und haben die Staaten auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Staaten erstens die Bürger informieren und vollständig aufklären müssen. Das heißt, sie müssen auch die Desinformation aus dem Weg räumen. Was sie damit sagen ist, sie müssen aufklären. Also sie müssen die offenen, ungeklärten Fragen aufklären. Und sie dürfen auch niemanden nötigen oder unter Druck setzen oder jemanden diskriminieren. Und das sollen sie bitte dann auch so kommunizieren, und zwar gegenüber der Bevölkerung. Und das hat mich natürlich umso mehr bekräftigt, dass ich da richtig liege. Das habe ich dann noch nachgereicht dem Landtag und habe darum gebeten, dass sie diese Resolution bitte dann auch noch in diesem Zusammenhang durchlesen, weil ich fühle mich genötigt und ich lasse mich nicht nötigen. Es geht nicht darum, ob jemand sich nicht impfen lässt oder impfen lässt. Es geht nicht darum, ich will gar nicht für Pro oder Contra gehen. Es geht darum, dass das jeder Mensch persönlich und zwar selbstständig entscheiden muss. Und dass man niemanden auch nur überreden darf, weil das wirklich was Höchstpersönliches ist. Und weil man auch die Verantwortung dafür tragen muss. Und ich finde es unmöglich, dass ein Minister oder ein Ministerpräsident versucht, diesen Prozess zu beschleunigen oder dritte, vierte, fünfte Schritte zu übergehen, nämlich zum Beispiel die der Aufklärung. Sowas macht man einfach nicht. Das ist für mich schon allein moralisch nicht in Ordnung. Und ich will das nicht unterstützen. Ich mache das nicht. Er hat sie kriminalisiert. Also er hat ja einmal den Begriff Corona-RAF genannt. Damit, also es gibt einfach diese Begrifflichkeit aus dem Stasi-Handbuch der Zersetzungsmethode, die Formen der Zersetzung, dass man also Menschen gegenüber, dass man die Gruppierungen
vernichtet, indem man deren Ruf schädigt oder zerstört. Ich habe den irgendwann mal einfach mit durchgelesen, der findet sich im Stasi-Handbuch unter 2.6.2. Und das ist eine sehr unangenehme und sehr widerliche Form von Rufschädigung, Diffamierung, üble Nachrede. Es sind alles strafbare Handlungen, die damals gemacht haben, um Menschen zu ruinieren und in der Öffentlichkeit zu zerstören. Und wenn man zum Beispiel Kritiker von Maßnahmen, Bürger, ganz normale Bürger, und das sind ja die meisten, die sich über Maßnahmen aufregen, die meinetwegen auch vielleicht auf Demonstrationen gehen, sind ganz unbescholtene, normale Bürger, die ihre Grundrechte wieder haben wollen oder die vielleicht gewisse Art Sorgen haben, die Nöte haben, denen man eigentlich zuhören müsste und die man ernst nehmen müsste. Und diese Meinungsvielfalt müsste auch in den Medien letztendlich abgebildet werden. Darüber wurde ja viele, viele Monate überhaupt nicht gesprochen. Es wurde ja alles ausgeblendet. Alle Kollateralschäden, die entstehen könnten. Es gibt ja nicht nur Corona, es gibt ja 98% Leben in dieser Gesellschaft, die wurde ja gar nicht beleuchtet. So. Und diese Menschen gehen unter anderem auf die Straße und demonstrieren. Oder sie reagieren kritisch oder was auch immer. Und wenn die alle in einen Topf gesteckt werden und alle Corona-RAF sind, dann äußert er sich ein Volksvertreter, ein Amtsträger, der solche Worte in den Mund nimmt und Menschen kriminalisiert, der verletzt erstmal Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Man darf einen Teil der Bevölkerung nicht einfach kriminalisieren oder diskriminieren, ob der politischen Einstellung, sozialen Herkunft oder welche Einstellung auch immer. Solange diese Menschen friedlich damit umgehen und letztendlich nur ihre Meinungsfreiheit nutzen und ihre Kritik äußern, ist das völlig legitim, das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber diese Methoden, Menschen von oben herab so zu kriminalisieren, ohne dass die etwas Schlimmes gemacht haben, das sind präautoritäre Methoden. Und die entsprechen eher totalitären Prinzipien als demokratischen Prinzipien. Und es ist normalerweise so, ich habe in meiner Petition auch an seinen Eid erinnert, den hat er ja geleistet und ich habe mir den auch durchgelesen, was er für einen Eid geleistet hat. Ich habe auch auf die Landesverfassung hingewiesen, dass er diese zu wahren hat und dass er natürlich auch das Grundgesetz zu wahren hat. Und dass er die Bürger schützen möge. Das war ja einer seiner Eidsprüche. Das bedeutet, er muss auch die Bürger schützen, die er alle kriminalisiert hat, ohne dass die irgendetwas angestellt haben, außer ihre Meinungsfreiheit kundgetan haben oder ihr Demonstrationsrecht genutzt haben oder irgendetwas sonst oder ihn kritisiert haben. Sie haben es gewagt, einen Ministerpräsidenten zu kritisieren. Da ist er nicht der Erste. Damit muss er leben lernen. So ist das nun mal, wenn man Politiker ist. Und das sind alles für mich Sachen, die gehören nicht hierher. Also es kann nicht angehen, dass ein Ministerpräsident aus seinem Amt heraus sein Amt dafür missbraucht, ich weiß nicht, Hunderttausende von Menschen zu kriminalisieren und sie als Terroristen zu bezeichnen, obwohl diese Menschen überhaupt nichts gemacht haben. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Sorry, das geht nicht. Und ich finde, das ist auch keine Bagatelle. Sowas geht nicht. Das ist eine Art von Rhetorik, die sich da so einschleift, die zur Selbstverständlichkeit wird. Das ist so eine Art von Verrohung und es verschieben sich da die Verhältnisse. Also seine Aufgabe ist eine ganz andere. Da erhebt sich jemand über das Volk, dabei ist er der Volksdiener, er ist der Volksvertreter und er wird vom Souverän bezahlt. Da muss man doch erstmal wieder die Verhältnisse klarstellen, in welcher Funktion er eigentlich ist. Und nicht in welcher Machtposition. Darum geht es nämlich gar nicht. Also ich fand das so unangenehm, dass ich einfach der Auffassung war, ich muss das dem Landtag mitteilen. Keiner hat das Recht, so zu reden. Ob ein Herr Söder oder egal wer, es ist eine Form der Rhetorik, die erinnert mich an Zeiten, die wir echt lieber vergessen sollten. Und wir sind schon viel, viel weiter. Wir sind gebildete Menschen und wir wissen, dass Worte auch Waffen sein können. Und wir sollten sie nicht gegeneinander verwenden. Wir sollten mit Worten gut umgehen und friedlich. Und die Art der Menschenfeindlichkeit beginnt nicht damit, dass man jemanden als Rechtsradikalen bezeichnet oder jemanden als Nazi herausziehen will oder als irgendeinen Verschwörungstheoretiker, die Menschenfeindlichkeit beginnt in der Sprache. Und ich bin jemand, der einfach der Auffassung ist, dass die gewaltfreie Sprache überhaupt die Grundvoraussetzung für eine Demokratie ist. Wenn man die nicht verwendet, dann sind wir schon von der Demokratie abgekommen.
Und dann sollte man lieber gucken, wer benutzt denn eigentlich eine gewaltvolle und aggressive Sprache. Das sind diejenigen, die ein Problem haben, nicht diejenigen, die gewaltfrei reden. So rum ist es doch eigentlich. Jeder, der versucht, eine bestimmte Gruppierung in einer Gesellschaft auszugrenzen oder sie anzufeinden, ohne Grund und ohne, dass dieser Mensch etwas getan hat, der hat doch ein Problem. Es ist doch genau andersrum. Ich meine, das ist eine uralte Methode. Man zeigt mit dem Finger auf irgendjemanden und schreit, haltet den Dieb, und man ist selbst der Dieb und haut ab. Also was soll das? Ich meine, wir haben doch aus der Geschichte gelernt. Also wir sollten es nicht mitmachen. Es ist ja so, dass wir uns, wenn wir künstlerisch tätig sind und kreativ tätig sind, haben wir eine ganz große Motivation. Die Motivation ist es, der Öffentlichkeit zu zeigen. Das eine ist, kreativ zu sein und Lieder zu schreiben zum Beispiel oder zu üben, das Instrument zu üben oder irgendetwas in der Vision zu haben. Das andere ist, es zur Realität zu machen. Und es ist erst dann wieder Realität oder erst dann geschaffen, wenn es dem Publikum gegeben worden ist oder wenn wir auf die Bühne dürfen. Alles andere ist sozusagen eine Idee, die in der Blase bleibt. Also es wird nicht Realität. Es ist ein reiner Wunsch, aber die Sehnsucht ist da, aber es ist nicht zu realisieren. Und das ist ein sehr frustrierender Zustand für jemand, der diesen starken inneren Antrieb hat, diese große Schöpferkraft, und sie aber nicht präsentieren darf und sie auch nicht umsetzen darf. Das heißt, es implodiert so in einem selbst. Also man hat auf der einen Seite diesen großen Drang und diesen großen Wunsch, diese Schöpferkraft zu nutzen, diese Kreativität umzusetzen und sie sozusagen vorzulegen. Und gleichzeitig ist im Kopf, bei den meisten nehme ich an, dieser Gedanke oder dieses Wissen darum, das uns mitgeteilt wurde, und das ist ganz deutlich gemacht worden, Kunst und Kultur wäre nicht systemrelevant. Ihr seid eigentlich die an der 100. Stelle, kein Mensch kümmert sich gerade um euch. Und ihr kriegt eigentlich auch noch ganz wenig Geld, also seid froh, wenn ihr überhaupt jetzt mal hier seid. Dieser Zustand, dass Kunst und Kultur, das eigentlich Menschen gut tun soll, sie glücklich machen soll, ihnen eine mentale Gesundheit schenken soll, sie heilen soll. Also wir haben ja im Ansatz, wenn wir Musik machen, es hat ganz viel auch mit Liebe zu tun. Wir möchten Menschen vereinen, wir möchten sie nicht entzweien, wir möchten sie zusammenbringen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Alle Menschen sind isoliert, alle sind entzweit. Es gibt eine Spaltung in dieser Gesellschaft, eben durch solche Wordings wie dieser Ministerpräsident. Also die Menschen sind in einem Zustand, in dem sehr, sehr weit weg sind von Harmonie oder von kultureller Muße oder von einer Form von Gemeinschaftlichkeit, wie auch, wenn sie sozial isoliert werden, ist das Gegenteil der Fall. Und wir sitzen wirklich in unseren Kammern oder in unserem Zustand und fühlen uns wie Rennpferde, die im Stall eingesperrt sind. Ich möchte mich jetzt nicht runter reduzieren auf Tiere, aber einfach vom Gefühl her, wir sind einfach Menschen, die das brauchen. Das ist unser Wesen. Und wir machen das seit unserer Jugend oder sogar seit unserer Kindheit. Und wir können den Menschen nichts Gutes tun. Und das ist wirklich frustrierend. Wir dürfen nichts Gutes tun. Und das, was wir könnten, das würde sehr viel helfen. Das würde dieser Gesellschaft wirklich unglaublich gut tun. Aber wir dürfen es nicht. Und wir haben, also zumindest ich kann es sagen, ich habe den Eindruck, dass diese Regierung zum Teil bewusst diese Kultur sterben lässt. Und Heinrich Böll hat ja gesagt, also wenn die Kultur stirbt, dann beginnt die Barbarei. Diesen Eindruck habe ich auch. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen verrohen, dass sie ja, zum Teil einfach auch kaputt sind, dass sie verzweifelt sind, bestimmte Sachen gar nicht mehr so richtig fühlen, dass sie an Leuten vorbeilaufen und gar nicht mehr so richtig merken, dass da dies oder das geschieht, weil es nur noch dieses Wahrnehmungsmonopol Corona gibt. Und diese 98% der restlichen Themen, die in diesem Land geschehen, irgendwie einfach völlig außen vor bleiben und die Menschen das alles gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und ich halte das für hochgefährlich. Ich glaube, eine Zivilisation, die in so einem Zustand ist, das ist eine getriebene Zivilisation, das ist eine getriebene Nation, eine getriebene Gesellschaft, und die sich in einer Abwärtsspirale bewegt. Also letztendlich kann das nur dazu führen, dass es irgendwann eine schwere Depression gibt für eine Gesamtgesellschaft. Und es kann nur dazu führen, dass eine Verzweiflung irgendwann so groß ist und sich auch so eine angestaute Wut irgendwann mal
dass die so platzt, dass es zu Problemen führt. Und die sehen wir ja jetzt schon. Aber für die Künstler ist es so, dass viele gerade einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und sie wissen einfach auch nicht, ob sie mit dem, was sie können, manche können einfach gar nichts anderes, aber das, was sie tun können, ist einfach sehr gut. Sie machen es ganz besonders gut und nur die können das so gut, wie sie es können. Dass sie sich einfach wertlos und nutzlos sehen. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl für viele Künstler. Also da braucht man schon sehr robuste Nerven, um das auszuhalten. Ich denke, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch sich darüber im Klaren wird, dass eine Regierung für uns nicht unser Leben gestalten kann. Die können den Rahmen bilden. Und Tatsache ist aber, dass jeder von uns selbst für sich selbst verantwortlich ist. Und wenn wir uns darüber im Klaren werden, dann werden wir auch aufhören zu glauben, dass der oder die uns helfen können, unser Leben glücklicher zu gestalten. Es ist, wie gesagt, so, wenn man sich darauf verlässt, dass andere für einen wesentliche Lebensentscheidungen treffen, dann lebt man nicht, sondern man wartet darauf, dass man leben darf. Das Leben ist jetzt und man kann es nicht einfach in die Ecke stellen und abwarten, bis man wieder sozusagen sein eigenes Leben leben darf. Man verliert sonst sehr wertvolle Jahre. Und was jeder für sich selbst tun kann, ist einfach für sich selbst weg aus dieser Wahrnehmungsmonopolisierung zu gehen. Corona ist überall, auch dieser ganze Medienterror. Man sieht nur Todeszahlen und sieht Infektionszahlen. Das Ganze ist wie ein Film, der jeden Tag abläuft. Wenn man jeden Morgen einen Fernseher anmacht und sieht nur Todeszahlen, dann beginnt der Tag schon mit einem Horror. Aber wenn man sich einfach möglicherweise lieber darum kümmert, ein schönes Buch zu lesen oder Musik zu hören oder auch selbst zu malen, kreativ zu sein oder spazieren zu gehen, Sport zu machen, dann kann man sich selbst in einer Position bringen, in der man zumindest heil bleibt, mental heil bleibt und nicht von diesem Strom mitgerissen wird und irgendwann mal einfach nicht mehr in seiner eigenen Mitte ist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für jeden von uns, dass wir uns in dieser Situation, in der wir uns befinden, mit diesem ganzen Hype, dass wir dafür sorgen, dass wir in der Liebe und in der Heilheit bleiben. Auch speziell in der körperlichen und also körperlich so und so, aber in der psychischen und seelischen Heilheit. Weil ich glaube, das ist viel gefährlicher. Also man redet ja dauernd nur von dem Virus und der Gefahr der Infektion. Aber alles, was da psychisch passiert, ist so absurd und das Gegenteil einer mental gesunden Zivilisation, dass zumindest ich die Sorge habe, dass viele Menschen oder sagen wir mal diese Gesellschaft einfach erkrankt. Ich gebe ein gutes Beispiel. Ich gebe ein Beispiel. Das dritte Infektionsschutzgesetz, das ist ja jetzt am 18. November letzten Jahres erlassen worden. Und da gibt es ja diese 6 Grundrechte, die ausgehebelt worden sind. Und wenn man sich den Paragraph 2.7 ansieht von diesem Gesetz, da steht dann der Begriff Ansteckungsverdächtiger. Also wer ist sozusagen Teil von diesem Infektionsschutzgesetz? Und da gibt es eben die Infizierten, die Kranken und dann gibt es die Ansteckungsverdächtigen. Und die Ansteckungsverdächtigen, wenn man das liest, dann begreift man, die Ansteckungsverdächtigen sind alle. Und zwar alle. Also alle Gesunden. Nicht die Kranken und die Infizierten, die sind ja getrennt, also die sind ja definiert. Alle. Also 80 Millionen Menschen. Und wenn man sich das Wort Ansteckungsverdächtige wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ein Verdächtiger. Das ist ein Straf. Das ist ein Wort aus der Polizeisprache. Zum einen ist es so, dass man damit letztendlich jeden verdächtigen kann, wirklich jeden Bürger. Und ein Ansteckungsverdächtiger bedeutet auch, der Mensch, der eigentlich aus Körper, Geist und Seele besteht, wird runterreduziert als ein Virusträger. Er ist entmenschlicht, entpersonifiziert. Also er ist praktisch eigentlich nur noch ein Wirt. Und zwar für den Virus Corona. Also er ist praktisch runterreduziert zu einem Objekt, zu einem Laborobjekt. Und er ist auf jeden Fall verdächtigt, weil er atmet. Obwohl er gesund ist. Und wenn man sich dieses Wort überlegt, wenn man sich das richtig überlegt, was das bedeutet,
Wie geht der Gesetzgeber mit einem Menschen um? Wenn es um Leben geht, wenn es um Gesundheit geht, Ansteckungsverdächtiger, wir sind alle verdächtigt. Also wir stehen alle unter Beobachtung, wir sind alle verdächtigt, wir könnten eine Straftat begangen haben. Das ist Wahnsinn, so ein Begriff. Ja, und so wird halt auch mit uns umgegangen. Wir dürfen, also was vorher einfach gesund war, sich zu umarmen, ist verboten, weil es könnte uns töten. Ein Lächeln wird verdeckt, weil es könnte uns töten. Kinder dürfen ihre Freunde nicht mehr besuchen, weil sie dürfen nicht spielen, es könnte nämlich die Kinder töten. Man darf sich nicht lieben, weil es könnte uns töten. Wir dürfen uns nicht treffen, weil es könnte uns töten. Das ist psychologisch gesehen der völlige Wahnsinn. Psychologisch gesehen. Mal ungeachtet dessen, ob das denn berechtigt ist oder nicht. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Arzt. Aber die Psychologie, die hinter solchen Begrifflichkeiten steckt, zerstört nachhaltig eine normale, soziale, humane Gesellschaft. Wenn das zu lange so läuft, dann gibt es Psychosen, es gibt Paranoia, es gibt eine Form der Hysterie und es gibt ein Menschenbild. Das Menschenbild ist so menschenfeindlich und sozialfeindlich, dass man eigentlich von einer ganz anderen Krankheit reden muss. Also dann ist Corona nicht mehr das Schlimmste. Weil ein Menschenbild, das so gestaltet ist, dass jeder vor dem anderen Angst haben muss und jeder Mensch alleine ob seiner Existenz, seines Atmens, seines Menschseins gefährlich und potenziell ein Mörder ist, das ist krank. Das halte ich für hochgefährlich. Und da bin ich dann doch jemand, der dann einfach die Art und Weise, wie die Schweden damit umgegangen sind, zu sagen, bleibt locker, wir wissen, es ist gefährlich, passt aufeinander gut auf, ihr seid alles erwachsene Menschen, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig ansteckt, macht dies, macht das, aber cool bleiben. Das ist für mich eine humane Art und Weise, mit so einer Situation umzugehen. Ob das der richtige Weg war, ist eine andere Sache. Aber die Art, wie man mit den Menschen gesprochen hat, so sollte man mit einem Menschen umgehen. Und nicht wie mit einem Verdächtigen. Ich finde diesen Begriff unglaublich schlimm. Ich finde diesen Begriff unglaublich schlimm. Also das ist unnatürlich, das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Weil wir sind soziale Wesen und wir sind gesellig und wir gehören zusammen. Wir dürfen nicht gegeneinander aufeinander aufgestachelt werden als mögliche potenzielle Mörder. Der eine könnte den anderen umbringen. Das ist eine Sprache und ein Weltbild und ein Menschenbild, in dem, also da möchte ich nichts mit zu tun haben. Finde ich ganz schwierig. Also Mut ist, glaube ich, es ist natürlich so und so immer subjektiv. Für den einen ist schon extrem mutig, was für den anderen noch feige wäre oder so. Ich glaube, das Leben selbst ist Mut. Also das Leben zu lieben und das Leben zu wollen und es zu gestalten, könnte man mutig nennen. Weil man kann natürlich auch sagen, ich lasse mich lieber treiben und andere sollen über mich bestimmen. Dann mache ich nichts falsch und ich mache auch nichts richtig. Aber ich kann dann immer dem anderen sagen, der war es, der hat für mich entschieden. Das kann man natürlich auch Leben nennen, aber so würde ich mir zumindest mein Leben nicht vorstellen. Ich glaube, Menschlichkeit beginnt damit, dass man erstens mal die Fähigkeit besitzt, aufeinander zuzugehen, sich aufeinander zuzubewegen, statt sich zu entzweien. Ich glaube, Menschlichkeit beginnt damit und auch das Leben beginnt damit, indem man den Mut hat, über Dinge zu reden, vor denen man Angst hat beispielsweise, Sachen auszusprechen und auch die Wahrheit zu sagen oder ehrlich zu sein und nicht drumherum Mut zu reden und einfach offen zu sagen, das und das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht oder das möchte ich. Und ich glaube, mutig sein bedeutet eigentlich nur, sein eigenes Leben zu leben, also selbstbestimmt zu sein. Weil viele Menschen haben ja auch Angst, ein Stück weit aus der Reihe zu tanzen, weil sie sagen, wenn sie jetzt eine selbstbestimmte, etwas andere, unpopuläre Meinung oder Entscheidung treffen, könnte es sein, dass sie schief angesehen werden oder nicht von allen geliebt werden. Wir müssen nicht von allen geliebt werden, also dafür sind wir nicht auf der Welt. Ich glaube, jeder Mensch ist auf der Welt, um glücklich zu sein und seinen eigenen Sinn im Leben gefunden zu haben oder zu finden. Und dazu muss er sein Leben eigentlich leben, sein eigenes.
Und dafür ist er auf der Welt. Und dazu gehört Mut, wenn überhaupt. Oder einfach Leben. Ich würde es wichtig finden, wenn die verantwortlichen Politiker in der Lage wären, das nachzuholen. Oder wenn es überhaupt mal gemacht werden würde, was versäumt worden ist letztes Jahr, als es losging mit den Maßnahmen, mit den Entscheidungen. Es gab eine ganz kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die Entscheidungen oder Beratungen durchgeführt haben. Man weiß nicht ganz genau, ob der politische Wille zuerst da war oder ob die Wissenschaftler zuerst da waren. Also es hat ja jetzt gerade vor kurzem damit begonnen, dass man davon ausgehen muss, dass eigentlich der politische Wille vorher da war. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso setzt man nicht ungefähr 20 Wissenschaftler an einen Tisch, die aus völlig verschiedenen Kreisen kommen und die zum Teil einfach gar nicht vom Staat bezahlt werden, die unabhängig sind, und lässt die alle erstmal reden und deren Expertise abgeben. Und dann überlegt man sich, was ist das Klügste, und berät sich mit den klügsten Köpfen. Wieso ist das nicht geschehen? Wieso gab es eine ganz kleine Gruppe von Menschen und ansonsten wurde keiner gehört? Also tatsächlich auch Experten, Professoren, wirkliche Fachleute, die zum Teil sogar diffamiert wurden, was mich sehr erschreckt hat. Wieso ist das nicht geschehen? Ich glaube, das war ein ganz, ganz schwerer Fehler, auch von den Medien, das nicht zu hinterfragen, zumindest von den meisten, weil wir haben viel Zeit verloren. Wir haben sehr, sehr viel Zeit dadurch verloren, weil wir nur einen Weg mitgegangen sind, besser gesagt, es wurde nur ein Weg entschieden, und eine große Gruppe von wichtigen Fachexperten, die sehr wohl etwas dazu beizutragen haben, die jetzt erst ins Spiel kommen, wo jetzt erst klar wird, einige von denen hatten damals schon recht, also vor einem Jahr, die haben Sachen gesagt, die sich jetzt ergeben. Wenn man die gleich integriert hätte, dann wären wir klüger vorangekommen und wir wären vielleicht schon weiter und wir hätten schon viele Probleme gelöst. Ich glaube, es wäre gut und richtig, wenn die Gesellschaft an der Stelle die Toleranz wiederentwickeln würde, oder den Respekt, erstmal jedem ohne Vorurteile zuzuhören, auch wenn es ihnen schwer gemacht worden ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Vorurteile, wer auch immer sie hat, zur Seite legt und sagt, jetzt hören wir erstmal wirklich wieder jedem zu und nehmen jeden wirklich ernst. Und wenn wir das wieder können, ist es möglich, dass wir uns gemeinsam eine eigene Meinung bilden können, die tatsächlich fundiert ist und die konstruktiver ist als das, was bisher gelaufen ist. Weil ich glaube, im Moment ist mehr Verwirrung vorhanden und Unklarheit anhand dessen, was kommuniziert wurde und was jetzt tatsächlich immer mehr herauskommt. Und es stimmt einfach in vielen Dingen nicht mehr miteinander überein. Ich glaube, wenn wir das erreichen wollen, dass wir eine 1-zu-1-Situation haben, die wirklich übereinstimmt, dann ist es wichtig, dass wir selber im geistigen Prozess mitwirken, indem wir uns tatsächlich auch selbst eine eigene Meinung bilden, uns selbst informieren und auch den Wunsch äußern gegenüber den Medien, dass dieser Diskurs in einem intakten Debattenraum nachträglich stattfindet, damit eben herausgefunden werden kann, wie läuft es eigentlich, wie sollte man es machen oder wie kommt man zum Beispiel wieder aus dem Lockdown raus oder sind das die richtigen Maßnahmen oder was ist zu tun wissenschaftlich beispielsweise. Das ist ein Wunsch, den ich hätte an die Gesellschaft. Ich kann nur sagen, denke selbst, entscheide selbst, prüfe alles, glaube erstmal gar nichts und bilde dir deine eigene Meinung und sei sorgsam mit dem, was du denkst und entscheidest. Und wenn du danach gehst, dann lernst du erstmal extrem viel dazu. Das ist meine Erfahrung. Und du entwickelst wirklich eine eigenständige, selbstständige Denkweise, die relativ unbeeinflusst ist und weißt einfach, warum du eine Meinung hast. Du lässt dich nicht mehr verunsichern durch den oder den, weil du hast dich damit beschäftigt, sehr fundiert. Und ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft da an der Stelle wieder die Mündigkeit entwickelt. Und zur Mündigkeit gehört das selbstständige Denken und auch das Selbstbestimmen wieder zu lernen. Also sich nicht nur einfach zu berieseln zu lassen von, das sind die Maßnahmen, das hast du zu tun, das ist gerade Fakt, das. Nein, so funktioniert das nicht. Also ein mündiger Bürger oder eine Gesellschaft, die mündig ist, die entwickelt
tatsächlich selbstständiges Denken und die hinterfragt und die überprüft und die stellt Fragen, stellt Gegenfragen, stellt auch kritische Fragen. Und ich wünsche mir, dass das mehr wird. Ich wünsche mir, dass wir daran uns wieder gewöhnen, sagen wir es mal so, wenn wir können, so viel wie möglich. Je mehr wir tun in der Richtung, desto freier ist diese Gesellschaft.